Hallo und herzlich willkommen zu meinem Testvideo von Dead Space 2. Ich habe eine englische Version ergattert, die ja nun seit dem 27.01. raus ist. In Deutschland gibt es da noch einige Release-Schwierigkeiten. Wer nicht weiß, was Dead Space ist, ist ein Grusel-Shooter, in dem ihr im Weltraum seid und bestimmte Aufgaben erledigen müsst. Also ich würde empfehlen, bevor ihr Dead Space 2 spielt, spielt vorher noch die 1, um die Story zu verstehen, obwohl Dead Space 2 einen ziemlich leichten Einstieg gibt, indem es eine Rückblende am Anfang zeigt von Dead Space 1, damit man sich gleich wieder reingefunden hat. Das ist ein Grusel-Shooter. Wie ihr seht, geht es hier gleich sofort los. Ja, um noch einmal deutlich zu machen, warum wir ein paar Release-Schwierigkeiten mit Deutschland haben, guckt euch einfach hier diese Stelle an. Das macht ziemlich deutlich. Ihr startet faktisch direkt in die Action rein. Es wird nicht vorher erst groß rumgelaufen oder rumerzählt. Es geht direkt los, denn euer netter Freund hier mit der Taschenlampe überlebt leider nicht sehr lange. Man sieht, das Spiel geizt nicht unbedingt mit brutalen Effekten. Ja, euer Kumpel, der verwandelt sich jetzt hier in so ein Viech. Ihr startet jetzt direkt rein, ihr müsst jetzt fliehen. Aus dieser Klapsmühle oder was auch immer das hier ist. Also aus diesem Bereich müsst ihr jetzt hier fliehen und dabei hier langrennen. Ihr habt noch so einen Zwangsjacke an, deswegen rennt ihr so eigenartig, um die Arme zu bewegen. Einer der vielen Schockmomente in dem Spiel. Das ist brutal, wird das Monster mit der Tür geblättet. Eine der Gruselszenen im Spiel. Einige Schockmomente natürlich dabei, klar. Ja, vor allem auch ähnlich wie in 4 gibt es eine Menge von diesen Rückblenden oder Momenten, wo ihr irgendwas anderes seht. Oder hier auch einer eurer Freunde, brutal bringt er sich um. Das Spiel hat Haufen solcher Momente, wo sich irgendjemand tötet oder irgendwas anderes Brutales passiert. Ja, dieser Effekt, den gab es auch schon in Dead Space 1, in dem ihr euch den Weg weisen lassen könnt. Mit so einer blauen Linie, auch sehr praktisch, wenn man mal nicht weiß, wo man lang gehen muss. Ja, was auch sehr praktisch ist, in Dead Space 2 müsst ihr allerlei Sachen hacken. Dadurch kriegt ihr eine Menge Spezialsachen, zum Beispiel Telekinese. In solchen Minispielchen wie hier, wo ihr einen Automaten hacken müsst, müsst ihr eben dreimal die richtige Stelle treffen und dann bekommt ihr eben irgendwas freigeschaltet. Ja, hier seht ihr das neue Telekinese-Tool. Ihr könnt eben Körper oder andere leblose Sachen rumschleudern, damit auch Sachen töten, wie jetzt zum Beispiel hier mit diesem Fühler oder was auch immer das war. Die Speicherfunktion ist ähnlich wie in Dead Space 1. Ihr habt hier immer diese Stellen, wo ihr speichern dürft. Ja, hier eine der Szenen, wo ihr mal wieder einen Menschen trefft, der noch lebt. Dieser ist hier an so einem OP-Tisch und ihr wollt ihm jetzt helfen. Aber das Spiel ist ziemlich fies zu euch. Ihr werdet es ja gleich selber sehen. Ihr versucht jetzt eben hier diesen Computer zu knacken oder eben den da zu befreien aus diesem Teil. Und ja, da findet leider sein frühes Ende. Und ihr seid wieder allein auf dem Spiel. Da durch diesen Herrn, der jetzt dafür sterben musste, habt ihr jetzt aber eine Plasmapistole bekommen und als erstes jetzt eine richtige Waffe. Ja, natürlich wird das auch gleich ausgenutzt, ihr müsst eine Menge Lebewesen, nicht Leute, töten. Ja, geballert im Spiel ordentlich, wie ihr hier seht. Was ich denke auch ein Problem ist für Deutschland, dass ihr effektiver seid, wenn ihr die Körperteile abschießt, als auf den Kopf oder andere. Also die Körperteile können auch abgeschossen werden. Das ist eine auch sehr interessante Stelle. Ihr müsst hier aus diesem Krankenhaus flüchten, kommt zu spät und dieses Rollo geht runter und jetzt
kommen eine Menge verseuchter Patienten auf euch zugerannt, die ihr jetzt natürlich töten müsst. Diese Krankenhausatmosphäre, die kennt man ja schon aus anderen Spielen wie hier, aber trotzdem sehr gut, und ich fand das Spiel bis jetzt ziemlich gruselig, noch gruseliger als Dead Space 1. Muss ich ehrlich sagen, die Schockmomente sind deutlich schlimmer. Ja, hier sind wir auch wieder. Interessant, das Stase-Tool oder Stase oder wie auch immer, in dem ihr Gegner verlangsamen könnt oder Gegenstände, und wir können jetzt zum Beispiel auf diesen kleinen Endgegner einfeuern, aber er kann es trotzdem noch in den Nachkampf nehmen. Sieht äußerst brutal aus, finde ich, aber wir haben doch die Oberhand, was in dem Spiel ziemlich brutal ist, ist aber auch schon in Dead Space 1 so gewesen, eben wie sieht man auch jetzt sehr, sehr deutlich. Selbst wenn die Lebewesen eigentlich schon zu Boden gehen und man denkt, ah, okay, sie sind tot, rennen sie noch weiter, wie jetzt zum Beispiel hier, hat zwar gar keinen Kopf mehr, also das ist schon ziemlich heftig, aber macht das Spiel spannend. Zur Grafik des Spiels, ich finde persönlich hat es eine sehr, sehr gute Grafik, es bringt diese Gruselstimmung sehr gut ein. Einige haben schon gesagt, Dead Space 2, die Grafik ist total schlecht. Ich finde sie ziemlich gut. Auch jetzt hier die Partikeleffekte und so sind schon ordentlich. Insgesamt finde ich das Spiel sehr, sehr gut. Es ist auf jeden Fall ein Haupttipp und es wäre sehr, sehr schade, wenn es in Deutschland nicht erscheinen würde. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. In den nächsten Tagen werden auf jeden Fall Gameplays folgen. Und sagt bitte eure Meinung zu dem Spiel oder Anregungen in die Kommentarbox.